Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play auf Ark Guero. Da oben ist ein Eis dran. Und ein... Ui, ein 130er. Ein 130er Eisgolem. Das wird spaßig hier. Ach, guck mal. 105? Oh, okay, gut. 150. Das, ja... ich bin ja schon fleißig dabei, Metall zu machen. Also so ist es jetzt nicht. Für eine 10 Falle könnte ich es auch machen. Platz ist hier auch. Also es liegt im Moment wirklich hier alles direkt nebeneinander. Liegt wirklich alles nebeneinander im Moment. Ich habe nur noch überhaupt keine Items. Also... müsste die Kanone noch herstellen, ich muss die Plattform noch machen und das wird alles überhaupt nichts. Also brauche jetzt nicht mit dem Golem noch anfangen. Das kann ich, glaube ich, knicken. Wölfchen. Genau, Wölfchen wollte ich, aber... Quatsch, Füchschen. Ja, Füchschen ist auch falsches Wort. Was wollte ich denn machen? Bär. Meine Güte, Bär wollte ich noch machen. Das heißt, ich muss jetzt aber erst wieder meine Armbrust reparieren. Wie ihr seht, ist sie fast aufgebraucht. Plus, ich brauche neue Pfeile. Und Narkotex und auch eine Bola und auch Spikes. Und so ausgerüstet werde ich... Ah, guck mal, wie nah der jetzt schon wieder ist, der Alpha. Wie nah der schon wieder ist. Vor allen Dingen, was der auch aushält, ne? Der kriegt pausenlos von allen möglichen hohen Tieren auf den Sack. Und das seit gestern. Oder vorgestern, ich glaube gestern. Nonstop kriegt er da auf den Sack und so weiter. Und der regeneriert sich halt immer wieder durch das Fleisch, was der den toten Tieren dann halt abnimmt. Und das ist eine never-ending Story. Das ist eine never-ending Story. Also, ausrüsten. Hier stellen wir... die Pfeile aber mal eben her. Einmal 50 Narkotiks habe ich dann in Reserve. Dann nehme ich noch welche mit. Dann habe ich 100 in Reserve. Die packe ich weg. Angefangener Stack und hier ein paar Spikes. Reservearmbrust brauche ich nicht. Guck mal eben ganz kurz, die hat 130 Damage und die andere müsste so 131. Ne, nehmen wir die mit den weniger. Weil wir haben hier ein Bärchen. Also wenn ich jetzt auf den Bär einprügel, also wenn ich jetzt natürlich einen Bär finde. Wobei, soll ich da jetzt überhaupt hingehen? Ich meine, da war ja auch noch Eiswürfel, von denen da rumturnten, ne? Ups. Ja, ich düse nochmal hin. Ich guck nochmal. Bei dem Dire-Bär vermute ich mal, dass ich den töten werde. Das wird jetzt nur nochmal ein Versuch. Entweder wird das ganz knapp werden, dass der liegt. Also dann wird er schon wahrscheinlich blutüberströmt sein, bis das knapp. Weil meine bisherige... Erfahrung mit Dire-Bears ist es halt, dass die ausschließlich mit Darts getamed werden können. Da die Darts weniger Schaden machen und mehr Torbruch. Okelidokeli. Im Hinterkopf bin ich die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mit dem Golem hinkriege. Ob ich das mit dem Golem irgendwie hinkriege. Aber die Antwort ist, je länger ich darüber nachdenke, auf jeden Fall schon mal nein. Weil ich ja auch noch gar keine Base habe. Na, wir müssen ja irgendwie mal die Kirche im Dorf lassen. Auch wenn es gerade sehr positiv ist, dass alles klappt. Also nicht alles klappt, aber psch, bloß nicht.
Also bloß nicht alles klappt. Ah, okay. Da hätte ich sowieso nicht weiter einbuddeln können. Weil dann Airdrop gerade runterkommt. Also wäre eh geblockt vom Bauen. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Das ist, ne, wenn man 1000 Sachen gleichzeitig machen möchte und theoretisch schon weiß, dass es gar nicht funktionieren kann. Okay, also wie gesagt, ich muss erst eine Base stehen haben. Da ist der 140er. Das wäre doch genau richtig. 140. So, wo kann ich dich denn mal hinziehen? Ja, nein, das wird hier nicht funktionieren. Stört gerade auch ein ganz klein bisschen die Beleuchtung. Ich hätte das lieber hier im Hellen. So, wenn ich den hier reingelockt kriege. Aber ich kann hier in dem Areal nichts bauen. Da kommt gerade ein Airdrop runter. Sam, konzentrier dich. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich gehe hier nochmal im Hellen hin. Aktuell ist mir das ein bisschen zu stressig. Ja, ich schließe erst das mit dem Giga ab. Ich werde das erst zu Ende bringen, oder? Ja, ich gucke nochmal ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja noch hier in der Nähe was anderes, oder wir haben gleich die Mitternachtsphase, dass wir, wie gesagt, alles strahlend hell sehen. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Ich finde nur ein bisschen sehr viel, die ganzen Beeren, die hier rum sind. Ob das gewollt ist? Oder ob das einfach ist, weil hier noch nie einer mal groß Schiff gemacht hat. Also da mal alle Tiere weggefarmt hat. Also wir haben jetzt 240er Beeren zur Auswahl. Der eine wäre weiter hier unten. Das wäre also vom Spot entfernt. Spot, Airdrop meine ich. So, Airdrop kommt gerade runter. Ich mach den mal weg. Der spendet uns zwar gerade ein bisschen Beleuchtung, aber wie gesagt, möchte den lieber weg haben. Kann es gerade irgendwie nicht begründen. Es ist ein Bauchgefühl. Das ist nur ein reines Bauchgefühl, was mich gerade dazu bringt, das Ding wegzumachen. Wie gesagt, Nutzen hat's nicht. Also Nutzen hat's überhaupt nicht. So, bist du der einzelne Bär da? Ja. So, weil ich ja gerade hier diese Ecke sehe. Kann ich dich hier schön einsperren? Das müsste gehen, ne? Weg mit dir, du Stein. Mal in die Hocke. So, dann. Ja, wie kriege ich den denn jetzt am effektivsten reingelockt? Achso, ich muss mir hier einfach eine kleine Bald überlassen. Ach, guck mal, die ist schon vorgegeben. Das ist ja noch cooler. Das ist ja noch cooler. Dann mache ich das so. So. Dann Bärchen finden. Hier Vögel ein bisschen an die Sicherheit bringen hier. In die Ecke.
Ich sehe gerade selber wenig, deswegen also nicht wundern. Ich sehe gerade selber so gut wie nichts. Okay. Da ist das Bärchen. Treffer. Okay. Wenn der Bär jetzt erst wegrennt. Oh, das waren zwei. Das war der falsche, glaube ich. Das war, glaube ich, der falsche Bär. Ja, jetzt habe ich da. Habe ich da, glaube ich, zwei Bären. Mist. Ja, okay, das war jetzt schief gelaufen. Also, das ist schief gelaufen, nicht wahr? Sondern, ach so, vor allen Dingen killt er sich gerade selber. Ja, hätte ich dran denken können. Hab ich jetzt, Mist, war wieder voll mein Fehler. Das war voll mein Fehler. Dementsprechend wird sich der 140er da jetzt auch selber killen. Oder bist du überhaupt der 140er? Ich glaube, du bist das gar nicht. Doch, du bist das wohl. Okay, da treffe ich jetzt nicht. Ich treffe aber nicht das hintere Bärchen, ne? Ich treffe immer das vordere, oder? Ah, jetzt ist. Ah, doof gelaufen. Das ist doof gelaufen. Nee, das hätte ich mit den Spikes machen sollen. Nicht mit den Spikes machen sollen. Gut, kill dich mal. Sondern das hätte ich eher mit richtigen Fans Foundation machen sollen. Also eine kleine temporäre Wand und damit ist gut. Ja, mein Fehler. Aber so brauche ich die Dinger halt nicht abreißen. Er hat sich dort drum gekümmert. Und ja, wir sind kleines bisschen schlauer. Als was ohnehin schon waren, würde ich jetzt fast sagen, aber das wäre arrogant. Jo, Giga pennt. Das heißt, ich würde vermuten, wir gehen jetzt mal ein bisschen Schäfchen holen. Und ein bisschen Glück sollte der dann auch noch gleich schon fertig sein. Mal gucken. Ich glaube, der Weg wird der Weg sein, den es nach Hause gleich geht. Da sind zumindest kaum irgendwelche Höhen und Tiefen und wir kommen hier auf das Plateau und ja, können dann von hier gechillt an dem Alpha vorbei nach Hause. Brauchen gar nicht erst unten, aber dem Alpha vorbei. Habe ich jetzt übrigens gerade erstmal gesehen, dass das ja ein Talkessel ist. Das ist mir nie richtig aufgefallen, aber das ist ein Talkessel. Und dementsprechend, wenn man den Rex, den Alpha-Rex, da nicht gezielt rauskitet, wird er da niemals rauskommen. Und ich wäre, glaube ich, ein bisschen sicher, aber hätte ich mich oben gebaut und nicht unten. Sieht's hier unten aus? Der Alpha, der war doch gerade hier noch so. Ich hatte den doch irgendwie, glaube ich, im Augenwinkel gesehen. Egal. Was wollten wir? Schäfchen. Wir wollten Schäfchen verhauen. Hier sprinten gerade Wölfe rum. Dann gehe ich mal direkt wieder ein bisschen weiter hier hin. 95, da sind Schäfchen. Aua! Da rennt er mich über den Haufen einfach. Ich habe extra mit dem Schaden eingestellt, damit ich nicht aus Versehen den Pronto anhitte. Und der latscht mir einfach über meine Flügel.
Was für ein fieser Kerl. Dieser Pronto. So, der Kollege rennt schon weg da hinten. Aber mehr brauche ich nicht. Das waren schon alle. Seltsamerweise braucht er nur eine ganz kleine Menge an Fleisch, um fertig zu werden. Der höchste Schwierigkeitsgrad ist bei einem Giga eigentlich, den zu betäuben, ne? Also den irgendwie festzusetzen und dann zu betäuben. In dem Sinne, 50% der Aufgabe wurde mir vom Spiel abgenommen. Ich brauchte mich nur noch um das Betäuben kümmern. Können wir auch mal eben die Bärchen gucken. Also hier sind wirklich Bären ohne Ende. Wer hier sagt, er findet keinen Bären oder keinen hochleveligen Bären oder ähnliches, da muss ich ganz ehrlich sagen, der sucht nicht. Da 130. Oder der killt halt die kleinen Bären nicht. Ne? Also, sobald ich da jetzt Möglichkeit habe, werde ich hier natürlich hingehen und auch mal ein paar Tiere killen einfach nur. Um den Nachspawn von High-Level-Tieren halt einfach anzuregen. Ne? So, das ist ein 20er. Der einzige, der mir da gerade ein bisschen sehr nah an den Giga kommt. Geh weg da. Warte, ich habe doch Betäubungspfeile mit. Obwohl, wenn ich jetzt daneben schieße oder der Giga eine etwas größere Hitbox hat als sein Body. Doch, jetzt müsste es gehen. Zack, Treffer. Level 20 traue ich mich, aber höher nicht, weil der Bär doch ordentlich Schaden macht, wie man sieht. Also höher möchte ich jetzt zumindest nicht unbedingt ausprobieren. So, da ist noch ein. Ich guck mal, ob ich vielleicht von der Schwanzspitze aus schon drankomme. Dann brauche ich vorne den Bären gar nicht wegmachen. Ah, guck mal. Ich komme von der Schwanzspitze aus dran. Dann rein mit dem Matten. Das geht so zügig. Okay, er ist natürlich vorgehungert in dem Sinne, aber dass man da wirklich gar keinen Kibbel braucht mehr. So, ich bin echt gespannt, ob das ein Tier wird, mit dem ich nachher kämpfen kann, oder ob das eher ein Tier wird, was auf die Schlachtbank geführt wird. Jo. Ich würde sagen, die restliche Zeit, die sitzen wir jetzt hier ab. Würde ich einfach mal so sagen. Wir hauen hier schon mal die Steine weg. Ganz vorsichtig. Natürlich in doppelter Hinsicht Vorsicht. Einmal zum Hauen, dass wir also nicht den Giga behauen. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht von irgendeinem anderen hier angegriffen werden. Aber in erster Linie möchte ich eigentlich den Giga nicht hauen. Vielleicht warte ich auch einfach, bis er ausgewachsen ist, um die noch näher an ihm dran sind, um die Steine zu entfernen. So, das kann, den Stein kann ich noch.
Aber dadurch, dass da jetzt die Spikes sind, würde ich vermuten, dass da häufiger mal ein Tier hängen bleibt, weil das genau an der Stelle schon Spikes stehen. Delt. Zwei, dreimal futtern muss er noch. Hab ich mich jetzt erschrocken. Blöde Mammut. Blöde Mammut. Okay, irgendwas hat er damit in Ärmchen. Irgendwie sieht das gerade ziemlich fies aus. Guck mal, vielleicht kann ich hier aber auch das die Position für einen netten Screenie nutzen. Da werde ich schon was Schönes finden, glaube ich. So, Mammut, geh mal weg. Geh mal weg. Lünkern. So. Ich glaube, das können wir nehmen. Wir werden es aber nachher sehen, weil ich nehme ja eigentlich meine Thumbnails immer aus dem Video. Aber hier scheint das wirklich gut zu gehen. So, also 100% Imprint. Quatsch. Nicht 100% Imprint. 100% Tame Efficient. 2x2. Braucht man gar kein Kibbel mehr. Was ich persönlich natürlich ein bisschen schade finde. Hättet ihr euch ja wahrscheinlich gedacht, ne? Aber ich bin ja sowieso nicht ganz so zufrieden, dass das jetzt so casual geworden ist mit dem ganzen... wenig Kibbel und oder wenig Kibbelsorten und alles ein Abwasch geworden und so weiter. Das ist mir einfach zu casual, da weiß ich nicht. Leidet ein kleines bisschen der Langzeitspielspaß, würde ich mal so sagen. Ey, geh weg, Mammut. Machen wir einen Anstarr-Contest. Wer zuerst blinzelt, da, guck mal. Leg dich nicht mit mir an, dann legt sich mein Giga mit dir an. So, jetzt aber gucken. Ich möchte nur die Steine entfernen. Ich möchte nicht in irgendeinen Kampf gehen. Hallo, Süße. Medium, Low. Und, erstmal passiv, weil ich möchte dich ja nach Hause ziehen. Kann dich immer noch auf aggressiv pfeifen, wenn wir unterwegs sind. Falls euch das auffällt, der Ingame-Sound ist gerade etwas sehr leise. Der ist also etwas runtergedreht. Das hat oder beziehungsweise gar keine festen Gründe, also warum das so ist. Das ist mir nur aufgefallen. Ich hatte das irgendwann mal runtergenommen. Bei der letzten Farm-Session war das, glaube ich. Genau, bei der letzten Farm-Session hatte ich das runtergedreht. Weil ich halt schicke Serie geguckt hatte dabei und da hat das halt gestört. Guck mal, wir haben was Großes. Okay, die Entfernung war definitiv zu kurz. Also, Follow Distanz Medium. Komm. Sehr schön. Brav. Machen.
So, damit haben wir das. Und jetzt geht's nach Hause mit einem dicken Tier im Schlepp. Warum liegt denn da ein Helm? Ach so, das ist der Golem mit dem Helm. Ich habe gerade überlegt, warum liegt da nur ein Helm? Cool, cool. Ich bin ja nicht so fies, ne? Ich bin ja nicht so fies. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam, dam, da, da, dam. Das sollte reichen. Gut. Die letzten 3 Minuten, die gönne ich euch auch noch, bis wir an der Base sind. Und wenn wir ihn dann da abgestellt haben, dann machen wir Mittag. So, ich werde den jetzt aber hier oben drüber ziehen. Da kriegt er gleich ein bisschen Schaden durch die Spickschrauber. Das sollte passen. Komm, du schaffst es. So, und jetzt? Was? Hui! Da sind wir. Jetzt wird es ja auch langsam ein bisschen voll in der Mitte. Aber ich würde sagen, der macht sich gut. Der macht sich gut hier drin, der Kleine. So, was hat er denn jetzt für Werte? Da gucken wir doch jetzt noch einmal nach den Werten. 17.000 Leben und 40% Mili. Na gut, 40% Mili ist nicht die Welt. Aber wie ich immer so schön sage, besser als. Ja, und mit diesem Blick auf den Giga verabschiede ich mich in die Mittagspause. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.